Himmelsreise. Mein Geist geht auf die Reise in seiner schönsten Weise. Wenn ich das Buch ergreife und durch die Ayas streife, die Stirn geht auf den Boden. Ich muss den Meister Allah Ta'ala loben. Ich bin deutscher Muslim seit 26 Jahren. Zunächst, mein Name ist Frank Schäfer. Ich bin Ingenieur Elektrotechnik. Ich habe in Berlin studiert, habe da auch promoviert. Ich bin 1988 zum Islam gekommen, im Alter von 18 Jahren, also noch recht früh. Ja, wie gesagt, mein Name ist Abdurrahman. Ich bin 32 Jahre, bin seit ungefähr 6 Jahren Muslim, Alhamdulillah. Assalamu alaikum, mein Name ist Stefan Schliesch, bin 43 Jahre alt. Ich heiße Willi, bin 28 Jahre alt, wir sind aus Hannover da. Und zum Islam bin ich gekommen, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe schon immer zu Gott gebetet. Ich bin vor 20 Jahren zum Islam gekommen. Allahu Akbar! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mein Name ist Idris, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache momentan mein Abitur hier in Hamburg. Ich heiße David, seit neuestem jetzt Daud. Ich bin Moslem seit, wünsche mal eine Woche. Noch nicht mal eine Woche, das war von Sonntag auf Montag. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, mein Name ist Fabio Musa Torrejani. Ich bin geborener Italiener. Ich bin zum Islam gekommen vor 5 Jahren, Alhamdulillah. Ich bin 23 Jahre und offizieller Übertritt war erster Tag des meinen ersten Ramadans. Also davor habe ich mich schon zwar mit dem Islam befasst, aber das war halt meine offizielle Aussprache, wo ich gesagt habe, ich möchte es wirklich zum Islam übertreten. Subhanallah, was hattest du vor für eine Religion und warum bist du dann ausgetreten? Also ich war vorher Christ, katholische Phase kam und dann ein bisschen abgelenkt war diese Religion eigentlich gleich null. Und ich war mir über die Existenz auch manchmal schon sehr im Zweifel und so und hatte darauf manchmal nicht die richtigen Antworten, weil man fragt immer weiter. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und das Christentum hat mich dann gar nicht mehr befriedigt. Ich habe dann diesen Glauben abgelegt. Also ich bin christlich, naja, erzogen worden, sage ich mal, in Anführungsstrichen, also evangelisch. Frei evangelisch. Meine Eltern haben den Glaube auch nicht richtig praktiziert. Und damals, in jungen Jahren, ich wurde konfirmiert, ich war evangelisch. Ja. Ne? Und ja, habe ich die Bibel gelesen, aber nicht so viel gebracht. Und als Kind war ich. Bin damals strenger Christ gewesen, aber da war da dieses gewisse Etwas gefehlt, so, was ich beim Islam wiederfinde. So. Praktizierender Christ, ich ging halt in eine christliche Gemeinde, Pentecost, Pfingstler sind das. Und ja, ich war ungefähr auch anderthalb Jahre in dieser Gemeinde Mitglied. Ich hatte auch so eine kleinere Funktion, das heißt hinten halt den Bass in der gleichen koordinieren. Und damals römisch-katholisch gewesen, habe damals an Bibelunterricht teilgenommen. Ich habe die katholische Messe mitgestaltet. Mein Elternhaus ist ebenfalls katholisch, römisch-katholisch und hat auch mich so erzählt. Okay, ich war Christ, ich habe auch viel im Christentum, ich musste Kirche gehen, ich habe Kommunion gemacht und alles drum und dran. Aber wenn ich heute denke, ich war vorher schon Muslim, weil ich habe nie Jesus oder so angebetet, ich habe immer an Allah geglaubt. Und von der Religion her, ursprünglich bin ich katholisch gewesen. Und habe gesucht. Ich habe gesucht in sämtlichen Religionen, die ich kenne, also vom Buddhismus über das Judentum. Ich bin auf den Koran gestoßen. So was bei mir. Und ich habe auch mit anderen Religionen mich beschäftigt. Hinduismus, Buddhismus, alles Mögliche. Ich war schon recht früh mit 14 Jahren auf der Suche, habe mich mit Esoterik beschäftigt, also mit Buddhismus und Hinduismus, mit Tarotkarten, mit Astrologie und alles, was so in dieses Umfeld dazugehört. Und ja, mir hat immer was gefehlt dabei. Es gab immer irgendwo einen Mangel. Irgendwo hat es an Bodenständigkeit gemangelt bei bestimmten Ideologien oder es war zu mystisch, zu viel Aberglauben. Auch vor allem waren keine wirklich soliden Praktiken da, mit denen man sich selbst reinigen konnte. Wenn man sieht, wie viele Menschen auf den falschen Wege sind. Und bei mir hat es den Anschlag gegeben durchs Nachdenken. Und das ist eben das Wichtige, dass, wie auch Allah SWT sagt im Koran, so die ungefähre Bedeutung, oh ihr Menschen, denkt nach, benutzt euren Verstand, dann werdet ihr auch die Rechtleitung finden. Und Alhamdulillah, danke ich auch Allah SWT. Durch dieses Nachdenken, woher komme ich, was mache ich hier, wohin gehe ich, das hat mich genau ins Licht geführt und das hat mir die Kraft gegeben. Und durch diese Bekannte, die ich dann hatte, bin ich auch auf den Koran gekommen. Jeder meinte, wenn du die Bibel kaufst, kauf dir auch gleich den Koran. Habe ich mich intensiv damit befasst. Ich habe das Buch rausgenommen, habe gesagt, erstmal befasst du dich mit deiner Religion. Und dann kannst du gucken, was im Islam darüber gesagt wird, denn Isa war für mich die Brücke.
Also als ich gehört habe, Isa, Frieden auf ihn, kommt im Koran vor, habe ich gesagt, darüber möchte ich mehr wissen. Ja. Und dann habe ich auch gelesen und anhand jedes Satzes, der im Koran vorkam, konnte ich keinen Zweifel dran hegen. Und dann als auch sich manche Meinungen verschieden sind in Bezug auf Isa und seine Geschichte und wie das abgelaufen war, konnte ich trotzdem nicht sagen, warte mal, das kenne ich, das ist falsch oder so. Nein, das Buch war so wahrhaftig, dass ich keinen Zweifel dran äußern konnte. Und es hat mich dazu umgeschwungen, dass ich gesagt, ich möchte Muslim werden. Auch nach einer Zeit habe ich echt dieses Gefühl gehabt, dieses reinigende Gefühl. Du wirst sauber, richtig sauber, wenn du betest. Du merkst das richtig, von Tag zu Tag, dein Iman steigt, dein Herz, deine Stärke steigt. Man darf sich nicht vom Shaitan beeinflussen lassen. Ja, was mich halt zum Islam brachte, war einfach halt die Frage, was macht überhaupt das Christentum wahr? Das heißt, teilweise schwirrten halt, obwohl es eine evangelische Gemeinde war, halt diese Bilder von der Trinität in der Kirche mit herum. Ich fragte mich vor allem, es gibt ja wirklich jetzt dermaßen viele Atheisten und gerade jetzt sind wirklich alteingesessen, die wir halt alle kennen, Kant und wie sie alle heißen. Sie kommen ja alle ursprünglich aus christlicher Tradition. Woran liegt das? Hat das Christentum keine Überzeugungsfundamente? Denn ich bin doch Christ. Und ich glaube, aber kann ich nicht auch meine Religion beweisen? Ja, ich kam einfach mehr oder minder auch zu der Erkenntnis, dass die Trinität ganz einfach falsch ist. Und ja, wie gesagt, dass einfach halt der wahre Dien, der wahre Weg halt zu Allah Ta'ala über den Islam führt. Als Christ, man kennt den Islam halt nur aus einer Perspektive. Das heißt, das ist die Perspektive, die einem halt in den Medien nahegebracht wird. Muslime sind gefährlich, wiederum sie unterdrücken ihre Frauen, absolut autoritäre Gesellschaften. Man hat dort als Außenstehender wirklich keine Chance, Zugriff zu finden und so weiter und so fort. Aber diese Hemmungen sozusagen überwindet man eigentlich mit der Zeit wirklich. Und ja, dort lerne ich halt wahre Brüderlichkeit kennen, zumal ich halt vorher, ja, was meine Einstellung und Gesinnung anbelangte, halt recht intolerant war. Das heißt, ich habe eher halt darauf geachtet, halt, ja, wie die Pigmentierung meiner Menschen aussah, als das, was sie halt im Herzen trugen. Und das hat sich ja mit dem Islam völlig geändert. Und, für mich war, muss ich dazu sagen, der Islam allerdings immer so ein bisschen schwarze Haare, dunkle Augen. Das war halt so, leider war das so. Und deswegen möchte ich hier meinen deutschen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie sich bitte davon nicht, ja, ich sag mal, in die Irre treiben lassen. Islam ist nicht nur was für Araber, für Türken, für alle, die schwarze Haare haben, oder wie auch immer, sondern Islam ist die Religion der Menschheit. Und immer mehr habe ich das Gefühl bekommen, das ist immer mehr die Religion, die für mich eigentlich die wahre Religion ist. Seit einem halben Jahr bin ich Muslim und wie gesagt, möchte meinen Deutschen, vor allem oder allen anderen Menschen auf den Weg geben, sucht nach der Wahrheit, nach der wahren Religion und ja, Salam alaikum. Sie sollen den Islam nicht sofort in eine Sparte, in eine Schublade schieben, weil man soll sich das erstmal anschauen. Man soll forschen, wie wenn mich einer kommt zu mir und sagt, was mit Politik ist, das, dann sage ich, tut mir leid, ich habe kein Wissen darüber. Genauso sollen die anderen Menschen auch. Wenn sie das Wissen haben darüber, sollen sie es reden. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Und ich wollte Ihnen das in einer kurzen Form einmal vermitteln, damit Sie sehen, dass auch wir in Deutschland uns Gedanken machen und dass es mit Sicherheit auch in unserem Teil der Welt Menschen gibt, die noch vielleicht einen kleinen Anschubser brauchen, weil sie selber sehen, denn das, was in unserer Gesellschaft passiert, was in unseren Familien passiert, dass das so nicht das Richtige sein kann. Und ich möchte mich verabschieden und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Habe ich angefangen zu beten, mashallah, inshallah, wird das auch weiter so laufen. Und ich bin richtig froh, ein Muslim zu sein, alhamdulillah. Ich habe den Koran von ihm geschenkt bekommen, ein Exemplar. Ich habe ihn gelesen, ich habe ihn, würde ich sagen, auch studiert und bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Koran die wahre Religion ist. Das ist mein Wort an euch und inshallah, beschäftigt euch mal mit dem Islam, kann ich euch nur sagen, weil es war die beste Entscheidung in meinem Leben und es kann auch die beste Entscheidung in eurem Leben. Was kannst du 5 Jahre später sagen über den Islam? Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Die richtige Entscheidung, das war die beste Entscheidung, was ich in meinem Leben machen konnte. Und ich sag mal so, jeder von uns hat die Fitra, die natürliche Veranlagung. Und wenn jemand sucht, dann wird man die Antworten darauf finden und dann wird man, denke ich, auch erkennen, dass der Islam die wahre Religion ist. Allahu Akbar. Und genau. Ich habe so viele Leute gesehen, die diese Antwort gehört haben, die sich mit ihm, wie auch vorher der Bruder, Hinduismus, Buddhismus und den ganzen Religionen beschäftigt haben. Ich habe noch nie erlebt, dass einer, der sich objektiv mit allen Religionen beschäftigt hat, dass der nicht zum Islam gefunden ist.
Wallahi, also mit allen, mit denen ich mich da unterhalten habe, ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht dann zum Islam gekommen ist. The purest of beings.